Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit einer... Schöner Freund, nicht so laut, alles gut. Mit einer Sendung Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier mit Sashi und mit Dr. Und wie heißt das? Professor Dr. Brausefrosch. Bitte, Doktor reicht. Okay, Dr. Brausefrosch. Ja. Hallo. Ja. Und wir fangen heute hier am 17. März, fangen wir wieder an mit unserem Geburtstagskind des Tages, Johannes Strate. Heißt er so? Johannes Strate, genau. Johannes Strate hat Geburtstag, ist der Sänger. Das ist aber keiner, der schon einen Nobelpreis gewonnen hat, sonst würde ich ihn kennen. Sänger von Revolverheld. Aha. Mhm. Solche Lieder wie Helden und Halt dich an mir fest und Ich lasse das Licht an für dich und so ein Zeug. Und kennst du das? Also ich finde ja Revolverheld totale Kacke eigentlich, ne? Ich glaube, sie haben den einen oder anderen guten Song rausgebracht, also das Liedgut des deutschen Volkes erweitert. Also kennst du dieses Lied, Ich lasse das Licht an? Oder wie heißt das mal? Ich lasse für dich das Licht an, so heißt das Lied, ne? Kennst du das Lied, das ist dieses Selbstaufgabelied? Der Text geht ja so, ich lasse für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Ich höre mir mit dir Platten, die ich nicht mag. Also der sagt alles, was er nicht mag, macht er halt extra für sie. Also er gibt sich komplett selbst auf. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. So, Kollege. Aber es reimt sich. Ja, es reimt sich halt. Ich lasse für dich das Licht an. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir egal, Hauptsache du bist da. So, das war das Thema Verdummung am Tag. Aber ehrlich, danke Dr. Brausefrosch, dass du es auf den Punkt gebracht hast. 17. März 1899, was ist da passiert? Der Astronom William Henry Pickering entdeckt bei der Auswertung von am 16. August 1898 aufgenommenen Fotoplatten den Mond Phoebe. Phoebe. Genau, den 9. Begleiter des Planeten Saturn. Ach so, okay. Phoebe, das weiß natürlich jeder und vor allem du, ist griechisch und steht, oder beziehungsweise bedeutet die Leuchtende, leucht, und ist eine Titanin der griechischen Mythologie. Selbstverfreilich. Genau, sie ist die Tochter des Uranus und der Gaia, die Gattin des Titanen Koios und von diesem Mutter der Asteria und der Leto und damit die Großmutter des Apollon, der Artemis und der Hekate. Alles, was du sagst. Genau. Ja. Dr. Brausefrosch, wenn Dr. Brausefrosch hier ist, dann wird es wieder wissenschaftlich, man merkt es. Ich hoffe, ich habe euren IQ wieder mal hochgeschraubt. Ja. Deinen zumindest auf das Doppelte, auf 2. Und 1929 hat der Konzern General Motors am 17. März 1929 hat der Opel übernommen. Oh, das liegt aber auch schon wieder in der Vergangenheit, also dass Opel zu General Motors hier gehört hat. Denn mittlerweile ist es der PSA. Also damals war das jedenfalls. Aber damals, okay, General Motors hat... Aber 1929, war mir gar nicht bewusst, dass das so lange her war, ne? Also irgendwie dachte ich, irgendwie, das wäre in der näheren Zukunft gewesen, aber das war schon 1929. Das ist schon ein bisschen länger her, also, genau. Leicht vor deinem Geburtstag. Kaum. Ja, genau. Genau. Was ist noch passiert am 17. März? Der 17. März ist traditionell ein Feiertag in Irland, wird aber auch wirklich gelebt in Amerika, da zumeist an der Ostküste. Und zwar ist es der St. Patrick's Day. Ach, das ist der St. Patrick's Day? Das ist der St. Patrick's Day. Heute ist St. Patrick's Day. Und der ist traditionell am 17. März. Das ist nämlich der Namenstag des Nationalheiligen Patrick, des Heiligen Patricks. Das ist ein Gedenktag an den irischen Bischof Patrick, der wahrscheinlich im 5. Jahrhundert lebte und als erster christlicher Missionar in Irland gilt. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist der Chicago River. Rat mal, in welcher Stadt? Warte mal, in Washington. Und der wird regelmäßig zum St. Patrick's Day grün gefärbt. Grass? Nee, Grass Green. Ah, Grass Green, ja. Grass Green wird der gefärbt. Krass, ja, cool. Coole Sache. Ja. Das war heute wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Schaltet morgen wieder rein. Morgen ist der 18. März und da heißt es wieder Tagesdosis Angeberwissen. Könnt ihr wieder angeben, ganzen Tag. Morgen zum Glück nicht mit Dr. Brausefrosch. Sascha, hat mich sehr gefreut.